So, ja, der erste Tag Theater Netz ist wie im Flug vergangen, wie im Fluge vergangen. Eben war es noch 10, jetzt sind es schon 16 Uhr. Ja, Zeit fliegt. Letzter Akt oder vorletzter Akt des heutigen Tages, denn man darf natürlich unseren kleinen Umdruck nachher nicht vergessen, ist das Panel Entgrenzung des Theaters, wie digitale Medien den Theaterraum öffnen. Und es hat so ein bisschen eine Tradition bei uns, dass wir auch immer versuchen, den Bogen zu schlagen zwischen Wissenschaft, Kulturpolitik und Kunst. Und genau diesen Auftrag der Stiftung wahrnehmend, ja, bitten wir jetzt zum letzten Gespräch mit Klaus Lederer, mit Björn Lengers, mit Angela Richter und mit Gerfried Stocker. Wir haben uns das Ganze so vorgestellt, dass wir erst zwei Impulse hören werden und dann so ins Gespräch gehen. Und deshalb übergebe ich erstmal für die, ne, dann mach ich's gleich selber, genau. Also, den ersten, den ich für den Impuls nach vorne bitte, ist der künstlerische Leiter des Ars Electronica Centers und des Ars Electronica Festivals. Und ich bedanke mich sehr, dass er den Weg nach Berlin gefunden hat, Gerfried Stocker. Bitteschön. Ganz cool. Ja, bitte. Sehr herzlichen Dank für die Einladung und für die sehr freundliche Vorstellung hier. Ich muss gleich etwas anderes hinzufügen. Ich bin absolut kein Experte in dem Metier, das heute hier diskutiert wird. Das Theater ist mir bestenfalls als Konsument wirklich sehr nahe, aber da natürlich, glaube ich, wie den meisten Menschen, die in der Kultur ihr Leben begründen, natürlich eine besonders wichtige Aufgabe. Wieso bin ich hier eingeladen, einen Impuls zu geben? Es geht um Entgrenzung, es geht um das Digitale und wie Sie gehört haben, bin ich als Leiter der Ars Electronica in Linz mittlerweile seit sage und schreibe 21 Jahren in dieser wunderbaren und wirklich privilegierten Situation mit einer sehr dynamischen Einrichtung, mit einem Team, das mittlerweile auf 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angewachsen ist, in diesem ständigen Fluss der digitalen Revolution, und ganz egal, ob Sie den Begriff gerne hören oder nicht, man kann ihn nicht oft genug sagen, denn es ist tatsächlich eine Revolution, in dieser digitalen Revolution mitzuarbeiten, mitzugestalten, mit Irrtümer und Fehler und all diese Dinge zu begehen, um aus der Sicht der Kunst und Kultur einen Beitrag dafür zu leisten, wie sich diese digitale Gesellschaft, unsere Zeit entwickeln kann. Ars Electronica tut das seit 38 Jahren, 1979 haben ein Künstler, ein Wissenschaftler und ein Journalist sich zusammengetan und hatten diese großartige Idee, zu sagen, wir machen ein Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft. Wir versuchen durch die Brille der Kunst besser zu verstehen, wie der Computer, die Netzwerke, all das, was damals sich so am Horizont erst abgezeichnet hat, wie das unsere Kultur und unsere Gesellschaft verändert. Und das hat, glaube ich, auch einen ganz entscheidenden, interessanten, sozusagen neuen Blick darauf möglich gemacht, wie künstlerische Arbeit in einer gesellschaftlichen Entwicklung, die so stark von Technologie getrieben wird, wie wir es im Moment erleben, auch sozusagen neu definiert werden kann. Ich glaube, wir sprechen ja sehr oft von der neuen Renaissance, der digitalen Renaissance und da werden dann unterschiedliche Dinge gemeint, oft dadurch natürlich sehr stark, dass es hier um Kooperationen von Kunst und Wissenschaft geht. Aber ich glaube auch, was diesen Renaissance-Charakter unserer Zeit schon sehr gut auch definiert und beschreibt, ist diese sehr erweiterte Rolle der Künstlerinnen und Künstler in dieser aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben natürlich auch hier diesen Bereich, und das gilt für alle künstlerischen Bereiche, dass die kritische Analyse, die Gegenposition der Kunst zu einer der wichtigsten Aufgaben auch der Kunst erwachsen ist, gerade in dem Ausmaß, in dem digitale Technologien über die kommerziellen, industriellen Anwendungen unser Leben jetzt formen. Das würde ich aber jetzt einmal ganz salopp sagen, ist Standard, nichts anderes haben wir uns von Künstlerinnen und Künstlern immer erwartet.
das, was in einer gewissen Weise neu dazugekommen ist, und ich bin mir ganz sicher, was ich so heute in den verschiedenen Vorträgen und Diskussionen auch gesehen habe, dass viele unter Ihnen diese hybriden Wesen sind, die als Designer, als Entwickler, die in der kommerziellen Welt genauso arbeiten, wie sie in der künstlerischen Welt arbeiten. Und das ist ein Phänomen, das dem zu verdanken ist oder dem zuzuschreiben ist, dass diese digitale Gesellschaft Gestaltung braucht. Die Gestaltung war lange Zeit den Ingenieuren und den Wissenschaftlern überlassen. Jetzt sind die Designer dazugekommen. Und selbst der große Steve Jobs hat sich immer eher als Designer, Künstler, denn nur als Geschäftsmann oder Entwickler verstanden. Und de facto ist es so, dass wir bisher in einer Welt gelebt haben und nach wie vor zum Großteil leben, in der trotz all der neuen Technologie, unabhängig davon, wie nahe die mittlerweile sozusagen an uns gekommen ist, wir in einer Welt, in einer Zeit leben, in der wir technologische Geräte, Maschinen bedienen. Wir nutzen sie als Werkzeuge. Und das ist eine Phase, in der es ausreicht, die Gestalt von Technologie, von Maschinen, von Objekten festzulegen als Designaufgabe, als Gestaltungsaufgabe. In den letzten Jahren haben wir sehr stark davon gelernt, dass wir die Funktion, also das Interface-Design, die Schnittstellen, mit denen wir diese Maschinen bedienen, als Werkzeuge nutzen, auch gestalten müssen. Durch die Social Media ist dazu gekommen, dass wir die Kommunikationsprozesse gestalten müssen. Aber das, was jetzt passiert, was wir gerade sagen, ja, was uns auch manchmal zwischen den Fingern durchrennt, was wir vielleicht viel zu wenig sehen, ist dieser Übergang in eine Zeit, in der wir mit Maschinen zusammenleben. Und das mag jetzt irgendwie sehr pathetisch klingen aufs Erste, aber das ist genau der entscheidende Unterschied. Weil er dazu führt, dass wir mit Maschinen und den technischen Systemen nicht nur mehr dann in Verbindung stehen, wenn wir sie aktiv nutzen, weil ich jetzt da Information suche oder weil ich mit irgendjemand kommunizieren will oder weil ich irgendeinen Prozess automatisieren, optimieren will in der Industrie oder was immer. Sondern wir werden in einem extremen Ausmaß mit Maschinen sozusagen indirekt zu tun haben, weil sie ständig als Eigeninitiative, als autonome Systeme, Stichwort natürlich das selbstfahrende Auto, und Sie alle wissen, dass vor allem die deutsche Autoindustrie hier sozusagen den Kampfruf ausgestoßen hat 2020, also in 3 Jahren, meine Damen und Herren, werden diese Autos auf unseren Straßen zumindest zum Teil herumfahren. Und wenn Sie einmal gesehen haben, wie zum Beispiel sich Designer den selbstfahrenden LKW von morgen vorstellen, googeln Sie das einmal, was da für abstruse, menschenfeindliche Maschinen da plötzlich sichtbar werden, dann merken wir immer mehr, dass der entscheidende Punkt jetzt der ist, dass wir diese technologische Umgebung dahingehend auch entwickeln und gestalten müssen, dass sie plötzlich einen Charakter hat, ein Verhalten oder vielleicht sogar sowas wie eine Seele. Bei uns in Europa ist es schwierig, ich bin selber Ingenieur, wenn ich irgendwas sage, eine Maschine hat eine Seele, dann halte ich mir selber immer für einen kurzen Moment für einen esoterischen Spinner. Es ist ganz spannend, nach Asien zu gehen. In Japan hat man eine Kultur, in der Animismus tatsächlich nach wie vor noch eine ganz normale Selbstverständlichkeit ist. Aber genau das ist es, was passieren wird. Die Geräte, die Maschinen, die Technologien, die wir in Zukunft haben werden. Und da rede ich jetzt einmal gar nicht sozusagen von der künstlerischen, kulturellen Seite, sondern versuchen wir das einmal auch ganz klar von der industriellen, wirtschaftlichen Seite her zu sehen. Die werden nur dann erfolgreich sein, wenn dieses Verhalten, dieser Charakter, diese Seele, all dieser Dinge, die im Internet der Dinge dann vernetzt sind, wenn die erfolgreich mit uns kommunizieren. Und das Kommunizieren ist nicht mehr das des Interfaces, wo ich intuitiv am besten erkennen muss, was muss ich mit meinen Fingern tun, damit der Touchscreen funktioniert, sondern es wird ganz stark eine Form von Storytelling werden. Stellen Sie sich diese Situation vor, Sie stehen in wenigen Jahren hier auf der Straße, wollen die Straße überqueren und es kommt ein Auto auf Sie zu. In dem Auto ist kein Mensch mehr, mit dem Sie Augenkontakt machen können, mit dem Sie mit irgendwelchen Gesten kommunizieren können, sondern es ist eine Maschine. Wer technisch versiert ist, wird wissen, dass die Maschine kein Problem hat, genau zu erkennen, welchen Schritt Sie als nächstes machen werden. Das können die Geräte jetzt schon. Das Problem ist bei Ihnen als Fußgänger, Fußgängerin auf der Straße, wie können Sie erkennen, was die Maschine vorhat? Wieso bleibt dieses Auto stehen?
weil der Computer abgestürzt ist, weil die Batterie leer ist oder weil es ihnen the right of way, also die Möglichkeit, die Straße zu überqueren, geben will. Wie kann ein Auto mit uns kommunizieren und sprechen? Das mag Ihnen jetzt als eine völlig sozusagen off-topic für so eine Konferenz, für so eine Tagung wie hier vorkommen. Aber überlegen Sie einmal, wer sollen denn die Leute sein, die diese Skills haben? Wer kann denn diese Stories schreiben? Wer kann denn diese Animationen von Technologie entwickeln, erdenken und möglichst auch funktionierend und effizient ausführen? Das werden genauso wieder Künstlerinnen und Künstler sein, wie schon im Bereich des Industriedesigns, des Grafikdesigns für die Bildschirme und des Interface-Designs für unsere aktuellen Geräte waren. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Heute ist hier viel diskutiert worden darüber, sozusagen die Digitalstrategien für das Theater. Gut und schön, es freut mich riesig, dass Sie mittlerweile darauf gekommen sind. Erlauben Sie mir das. Aber das, was noch viel wichtiger ist, ist weiterzudenken. Weil wir brauchen Theaterstrategien für die digitale Welt und ich hoffe, dass möglichst viele von Ihnen daran arbeiten werden. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Gerfried Stocker. Genau, wir kommen direkt zum zweiten Impuls und ich begrüße bei uns im Haus den Kultursenator Klaus Rehlera. Herzlich willkommen. Ja. Von meiner Seite erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe da sozusagen ohne mit der Wimper zu zucken zugesagt, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Und Gerfried Stocker hat jetzt schon wieder bei mir im Kopf eine Kaskade von Fragen ausgelöst, also die jetzt gar nichts mit dem zu tun haben, was ich eigentlich hier erzählen soll. Ethische Fragen, moralische Fragen, Fragen der Interaktion zwischen einer digitalisierten Welt und dem Individuum oder der Reproduktion von Gesellschaften. Man kann da, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren und es werden dicke Bücher vollgeschrieben, wie zukünftig Sirenen-Server und große Datenmengen, Big-Data-Mengen dann wiederum das Leben jedes Einzelnen vorstrukturieren. Aber irgendwie hat es doch auch was mit dem zu tun, worüber wir hier reden. Weil Kunst ja in irgendeiner Weise immer eine spezifische Form von gesellschaftlicher Auseinandersetzung zum Gegenstand hat, wie auch immer. Ich habe mich als Fragender, als Suchender erstmal auf die Couch gelegt und habe mal die Augen zugemacht und habe mal gesagt, was fällt dir zu dem Stichwort alles ein? Du hast ja auch nur 5 Minuten. Und als erstes kam mir die Zeile der fiktiven Wegbereiter elektronischer Musik Fraktus in den Sinn. Welcome to the Internet, the old world is dead. Und auch in so einem flachen Liedtext steckt immer, so platt er sein mag oder so schal der Scherz sein mag, der sich dahinter verbirgt, ja ein gewisses Fünkchen Wahrheit. Digitalisierung, technische Revolution wird all unsere Lebensbereiche umkrempeln. Das ist so, ob wir es jetzt heute schon merken oder nicht merken, mit Apps, in denen einem moralisches Verhalten vorgegeben wird, wie man sich zu bewegen hat, wie viele Schritte man am Tag zu gehen hat, damit man gesund lebt. Möglicherweise ist das irgendwann die Grundlage für die Bemessung des Krankenkassenbeitrags. Also um einfach mal aufzumachen, in welche Richtung das alles geht. Aber Theater und Netz. Welche Möglichkeiten bietet uns das Netz? Welche Möglichkeiten bietet uns die Digitalisierung auch in Bezug auf das Theater? Und nicht zuletzt die Frage, wem nutzt sie am Ende? Die sollte man auch immer stellen. Sie nutzt den Theatermachern, weil sie unabhängig, zumindest teilweise unabhängig von Raum und Bühne arbeiten können, weil sich ihre Möglichkeiten vervielfachen könnten, weil die Reproduktion des Kunstwerks in ganz ungeahnter anderer Weise möglich ist als bisher, auch die Kommerzialisierung aber möglicherweise in ungeahnter Weise denkbar ist, als es bisher war, wenn ich mir vorstelle, dass im virtuellen Raum jede Theaterproduktion, jede Opernproduktion vervielfältigbar ist und unsere Berliner Opern fangen damit schon an, virtuelle Opernhäuser, Opernsäle zu nutzen. Als Möglichkeit, Diversität und neue Zugänge zu eröffnen für Menschen mit Handicaps, für Menschen mit sozialen Zugangshürden, dem Publikum möglicherweise, weil der Blick auf Akteure und Bühnenbild ein bisschen mehr Abwechslung verspricht, weil man vielleicht auch nicht mehr die ganze Zeit bei Faust beispielsweise 7 Stunden im Theatersaal sitzen muss. Und nicht zuletzt die Frage, haben wir verstanden, welche Möglichkeiten sich für uns damit verbinden? Nicht zuletzt auch deswegen, weil nutzen wir diese Möglichkeiten überhaupt schon und in welchem Umfang, viel, mittel, wenig, sind die Bretter, die einst die Welt bedeuteten, in Zukunft Datenkabel? Ich bin jetzt noch häufiger als vorher in Zuschauerräumen, in Theatern, in Opern und wenn ich mir das angucke, wie es war im Vergleich von vor 20 Jahren, unterscheiden sich meine letzten Besuche im Theater davon eigentlich nicht so richtig. Im Großen und Ganzen nicht. Hier und da schon,
Aber so tot scheint die alte Welt noch nicht zu sein. Andererseits ist das, was Angela Richter macht, sie ist ja heute hier, mit dem transmedialen Projekt Supernerds am Schauspiel Köln, wo sie Internet, Theater und Fernsehen miteinander verbindet, wo unter anderem live die Mobiltelefone der Zuschauer gehackt werden und bespitzelt werden. Das ist dann schon wieder großartig, das ist dann schon wieder so weit innovativ, dass es mich echt begeistert. Und da scheint ein Möglichkeitsraum auf. Ich habe vorhin auch an der Installation oder die digitale Installation, die Sie wahrscheinlich auch schon alle wahrgenommen haben, in irgendeinem Slot mir angeschaut. Das ist natürlich was Tolles. Aber sind das jetzt Ausnahmen? Oder ist das das, was zukünftig die Regel wird? Gerade weil Digitalisierung jeden Lebensbereich zukünftig erfassen wird oder eben auch nicht, wir wissen es nicht. An Berliner Bühnen, in der freien Szene, genauso wie in den institutionellen Einrichtungen, passiert eine ganze Menge zum Thema. Vieles davon bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient hat. Es ist immer noch eine Nischenveranstaltung, eine Spartenveranstaltung. Und da rede ich jetzt nicht vom Streamen von Veranstaltungen. Das ist ein winziger Ausschnitt der neuen Möglichkeit. Wird zukünftig sicherlich irgendwann auch mal Standard sein, nicht mehr innovationspreisverdächtig. Die Frage, die wir vielleicht heute diskutieren sollten, die auch unser Thema ist, wo ist der Hebel, den es braucht, um wirkliche Innovation zu befördern, um Subversion und Nonkonformismus zu befördern, um vielleicht auch diese Strukturierung der Lebensbereiche durch Digitalisierung künstlerisch in Frage zu stellen. Dazu hat man die digitalisierte Welt als Arbeitsmittel einerseits, aber auch als Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung andererseits. Theater verändert sich, die Präsentation von Kunst verändert sich. Das ist immer so gewesen und das wird auch zukünftig so sein. Wir haben in Berlin in der Koalitionsvereinbarung geschrieben, wir wollen einen Innovationsfonds machen. Was anderes ist uns erstmal dazu nicht eingefallen. Warum? Weil wir natürlich über Fördermechanismen reden müssen. Das ist unsere Aufgabe. Als Politik, als Kulturpolitik insbesondere. Wir fördern Institutionen, ja. Wir fördern Produktion, ja. Wir fördern auch Präsentation, so ist es. Die Frage ist nur, wie fördern wir das Rüstzeug, um den Dingen, über die wir hier reden, näher zu kommen und wie tun wir es auf eine intelligente Art und Weise? Es ist ein bisschen so ein Buzzword, die Digitalisierung. Also die europäische Ebene macht einen Digitalisierungsfonds oder eine Digitalisierungsstrategie. Die Bundesrepublik, Bundesregierung macht eine Digitalisierungsstrategie, das alles in der Regel unter wirtschaftlichem Paradigma. Wir brauchen die Datenautobahnen und so weiter. Aber was ist eigentlich die kulturpolitische Digitalisierungsstrategie? Klar, die Kulturschätze digitalisieren und zugänglich machen. Die Theater diverser machen. Aber auch neuen Kunstformen Möglichkeiten geben. Und das ist, scheint mir jetzt eigentlich das Entscheidende und Spannende zu sein. Nicht in dem Sinne, von mir aus gerne auch in dem Sinne, dass es mehr Unterhaltung gibt, vor allem aber in dem Sinne, dass wir irgendwie Formen finden, da wir ja für unsere Mittelvergabe auch rechenschaftspflichtig sind, Parlamenten und der Öffentlichkeit. Wie entwickeln wir Maßstäbe für die Verwendung von Mitteln? Kreativität kann man nicht messen und auch nicht politisch bewerten. Wie verbinden wir Kreativität und Mittelzuweisung, Innovation und Vorschriften? Denn Verwaltung funktioniert ja so. Haushaltsplan, Vorschriften, Vergabekriterien und dann gibt es dann gegebenenfalls Geld. Das ist ein bisschen so die Frage, die ich mir stelle. Und da sage ich, da habe ich auch mehr Fragen als Antworten. Das ist eine Suchbewegung, da muss man sich rantasten. Deswegen bin ich heute hier, weil ich neugierig bin und zuhören will. Und weil ich eben auch sage, ich erwarte vom Theater natürlich die Sichtbarmachung der Widersprüche der modernen Welt. Ich erwarte vom Theater Handlungsspielräume in der modernen Welt zu reflektieren. Vielleicht auch bestimmte Dinge, die uns als natürlich, als gottgegeben erscheinen, in Frage zu stellen. Ich erwarte vom Theater die Auseinandersetzung mit dem Mythos von Sozialtechnologie, dass sich mit technologischen Möglichkeiten alle sozialen, gesellschaftlichen Probleme irgendwie lösen ließen. Dass es den Mensch eigentlich gar nicht mehr braucht, sondern die Technik, das für uns schon alles regelt. Da mache ich jetzt an dem Punkt auch Schluss, weil ich, wie gesagt, ich glaube, Buzzwords helfen uns nicht weiter, Lernprozesse wohl, dazu braucht es den offenen Diskurs. Unsere Aufgabe ist es nicht, den kreativen Urknall zu fördern. Unsere Aufgabe als Verwaltung ist es, dafür zu sorgen, dass Möglichkeiten existieren, in denen dann der kreative Urknall stattfinden kann. Soweit vielleicht eingangs. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ja, und jetzt würde ich alle auf die Bühne bitten. Angela Richter, Klaus Lederer, Björn Lengers und Gerfried Stocker. Nehmt doch so in der Mitte Platz. Und Friedrich Kirschner, Professor für digitale Medien bei der HFS Ernst Busch und unser Co-Kurator, wird da an der Seite Platz nehmen. Wir rahmen die Diskutanten ein und Diskutantin. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Inputs. Und jetzt denke ich zuerst einmal die Chance für Björn und Angela,
zu reagieren auf diesen, starken Input. Björn, Ingenieur, ja, VR-Entwickler, gemeinsam mit Marcel Kanapke verantwortlich für das Experiment, was viele von euch schon dort draußen gesehen haben. Nicht nur das, sondern auch begonnen hat das mit den Cyberräubern vor einiger Zeit hier, inzwischen präsent beim Kunstfest Weimar, bei den Schillertagen und jetzt auch beim Theatertreffen. Das heißt eigentlich so eine Modellstory. Ja? Und ich möchte anschließen direkt mit der ersten Frage. Klaus Lederer hat es gesagt, sind das Ausnahmefälle? Ist das die Regel? Und wenn das ein Ausnahmefall ist, warum ist das ein Ausnahmefall? Ja, gute Frage. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt schon über viele, viele Jahre Erfahrung verfügen würde in dem Bereich. Ja. Faktisch ist es so, dass wir mit unserem Theater der virtuellen Realität vor ungefähr einem Jahr angefangen haben. Und seitdem sammeln wir genau diese Erfahrungen. Und natürlich hört sich es auch erstmal so an, als wenn wir jetzt quasi fast eine steile Karriere hier gerade hinlegen, ja, wow, Theatertreffen, allerdings zum Glück im Gepäck quasi von der Borderline-Prozession, Schillertage und so weiter. Aber letzten Endes sind das jeweils auch kleine Sachen im ersten Schritt mal und es sind auch immer Experimente. Und insofern weiß ich nicht, ob man das generalisieren kann. Ich sehe oder kenne natürlich jetzt auch in Berlin gerade eine Menge Leute, die irgendwie auch was würden machen wollen, und wo aber dann Sachen halt nicht klappen. Ja, vielleicht haben wir auch an einer Stelle irgendwie mal Glück gehabt. Ja, warum nicht klappen? Woran liegt es, wenn es nicht klappt? Ja, also sagen wir mal so, erstmal waren es ja schon mal zwei ganz tolle Impulse. Vielen Dank dafür. Und bei mir sind hängen geblieben eigentlich jetzt zwei, also jetzt mal drei Sachen. Das erste, Neugierde. Ja, das finde ich schon mal erstmal gut. Ja, das ist nämlich tatsächlich auch, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, damit man irgendwie mal was hinkriegt. Diese Neugierde, die würde ich mir an ganz, ganz vielen Stellen wünschen und auch ein Risikobewusstsein. Und ich glaube, dass das halt teilweise in bestimmten Institutionen nicht besonders groß ausgeprägt ist. Und der zweite Punkt, der dann sozusagen auch ein bisschen die Antwort ist, das kam dann aus Ihrem Impuls, das war nämlich, dass dann einfach mal ein 78 gesagt hat, zwei Leute oder drei Leute setzen sich zusammen und machen mal was und fangen mal an. Und dann sitzt man dann jetzt am Ende da und sagt, guck mal, 190 Leute und europaweite Ausstrahlung und Impulsgeber für Dinge. Und das Dritte, was eigentlich bei diesen beiden Impulsen für mich hängen geblieben ist, sind die Buzzwords, beziehungsweise die ganzen, ganzen vielen Themen, wow, Autos und künstliche Intelligenzen und bla. Und das ist ja auch ein Punkt, der wahnsinnig überfordernd ist. Und das ist möglicherweise dann auch der Grund, weshalb die Neugierde nachher nicht mehr da ist, weil ich dann denke, hu, das ist jetzt alles irgendwie los hier in der Welt, dann mache ich doch mal lieber die Tür zu und warte, bis der Sturm der Digitalisierung vorübergeht. Und das ist natürlich eine vollkommen untaugliche Strategie. Und darin liegt dann vielleicht auch, dass viele Leute, die eigentlich Dinge machen wollen, nicht weiterkommen, weil eigentlich eine Neugierde nicht da ist, solche Sachen auszuprobieren. Weil was es genau dafür braucht, das war auch, glaube ich, bei Ihnen im Impuls, ist der Wille oder nicht der Wille, aber die absolute Bereitschaft, scheitern zu können. Ja, weil das genau Grundvoraussetzung ist. Ich würde tatsächlich dann auch nochmal weiterfragen. Das ist ja bei Supernerds, habt ihr ja quasi aus allen Rohren gefeuert. Also da ist ja unendlich viel zusammengekommen. Fernsehproduktion, Softwareentwicklung. Habt ihr da auf Sachen zurückgegriffen, die es einfach gab und man konnte die so aus dem Supermarkt nehmen und sagen, hier nehme ich mir jetzt Telefonhacken und weil das hat irgendjemand schon mal gemacht und das benutzen wir jetzt im Theater? Oder welche Gespräche haben da stattgefunden, damit es überhaupt dazu kommt, dass so viele Dinge, so viele mediale Dinge gleichzeitig in einen Raum zusammenkommen? Also das hat sich eigentlich langsam entwickelt. Also der erste Impuls kam von mir, weil ich wahnsinnig gerne eben so eine Art Korrektiv einbauen wollte oder mit Hilfe der Whistleblower, die das ja schon versuchen, weil ich, also eben dieser Impuls, also dass ich bin eine total begeisterte Person von der digitalen Revolution. Mich hat das schon für Jahre fasziniert. Ich hatte aber keine Ahnung, wie ich da überhaupt irgendwie was dazu sagen könnte, jetzt als Theatermacherin. Das erschien überhaupt nicht naheliegend. Und vor allem auch der Begeisterung Ausdruck zu verleihen, schien mir auch so ein bisschen langweilig, weil das machen ja schon die Geeks besser oder weiß nicht, da geht man auf so eine Konferenz und zieht sich das rein. Und dabei blieb es erstmal.
aber es ist so, ich hole ein bisschen aus und dann komme ich gleich zu der Antwort, aber ich muss das, weil sonst versteht man nicht, wie es dazu gekommen ist. Also erstmal steht da so ein Inhalt halt da und den man irgendwie versucht, habhaft zu werden oder künstlerisch auf eine Art auszudrücken. Und das ist ja so mit der Digitalisierung und der Internetwelt, das ist ja wie jede Technologie. Ja? Es hat immer eine wahnsinnig tolle Seite und eine ganz schreckliche, ja? Um es ganz primitiv zu sagen. Wie jetzt, weiß nicht, nuklear, Atomenergie, ja? Kann unglaublich große Zerstörung verursachen durch Bomben in Kriegen, wissen wir alles. Aber es ist trotzdem faszinierend, dass ich quasi mit ein bisschen Uranium der Größe dieses Handys ganz Berlin sprengen könnte. Ja? Also die Energie daran, oder auch, man kann es ja auch für positive Dinge benutzen. War das jetzt das Positivbeispiel? Faszination der Technik. Okay, also ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. Man kann natürlich Nuklearenergie auch für positive Dinge benutzen, eben für Stromerzeugung und so weiter. Und ähnlich ist es mit dem Internet. Und wenn man sagt, okay, das ist immer die Verlängerung, finde ich, von etwas, was an uns Menschen schon dran ist. Wie jetzt das Rad ist die Verlängerung des Beins. Ja? So ist das Internet halt irgendwie die Verlängerung unseres Gehirns. Und das ist natürlich ein Riesenfaszinosum. Das ist sowieso eine Art digitales Nervensystem, was alle Menschen verbindet. Und natürlich ist es erstmal total toll und eben revolutionär. Und man kann sich dem ja gar nicht entziehen. Gleichzeitig gibt es da Kräfte natürlich, es ist ja super komplex, aber auch das vereinfache ich jetzt einfach mal, die versuchen aus diesem irrsinnigen Potenzial und dieser Utopie von Verbindung und Nervensystem aller Menschen eine der härtesten Unterdrückungsmaschinerien auch zu machen, ja, also über die Massenüberwachung und so. Und das war dann erstmal so für mich halt so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das kann man natürlich fürs Theater verwenden, das reizt mich jetzt und so. Und dann, wie das dann konkret, um auf die Frage zurückzukommen, sich entwickelt hat, war ein langer Prozess. Also erstmal war das geplant als ein kleines Nischenprojekt, weil der WDR wollte irgendwie eine Aufführung mal abfilmen. Fanden alle natürlich sofort langweilig. Deswegen, ich stimme Herrn Lederer zu, Streaming ist so ein bisschen das Allerlangweiligste dran. Ne? Na klar, aber das ist wie früher halt eine Videokassette in die Hand kriegen und guck mal, hier eine alte Zadek-Inszenierung. Klar, ist natürlich aufregender, das live zu sehen. Ähnlich ist es mit dem Streaming. Deswegen ist es, naja, kann man machen, muss man nicht. So. Aber, und so hat sich das entwickelt, dass alle dann am Theater keinen Bock hatten. Und dann habe ich gesagt, ja, Angela, die macht doch so mit digital und so, vielleicht kann die ja da was irgendwie machen. Und so langsam entwickelte sich dann die Idee und dann habe ich gesagt, ja, aber wir könnten doch das Publikum hacken. Das wäre doch total toll, das mal spürbar zu machen, weil eben Überwachung wahnsinnig abstrakt ist. Ne? Und so kam halt eins zum anderen und dann wuchs das so. Dann hieß es, aber dann können wir doch gleich das Radio auch noch reinholen und am besten noch ein, wie heißt das hier, so ein Sudden-Live-Gaming, was Wochen vorher schon sozusagen stattfindet, um es im Internet zu machen und so. Und so wuchs und wuchs das und wurde leider halt auch immer teurer. Also das ist dann sozusagen das, was dann da halt die größte Bremse ist, es muss man einfach ganz platt sagen, Geld, ganz simpel. Also wir hatten dann natürlich das große Glück, dass wir eben wie so eine Art Supermarkt dann natürlich vom WDR ganz viel zur Verfügung bekommen hatten. An, weiß nicht, da waren 14 Kameras und 2 Ü-Wagen und was nicht, alles ja alles irrsinnig teuer. Und dann auch die ganzen eben Programmierer und die, das ist eigentlich für eine normale Theateraufführung eigentlich gar nicht machbar. Also das kann man, das ist ein Budget, das ging dann in die Millionen, also das kann man mit Film dann vergleichen. Wir haben dann auch tatsächlich Film, also eine Art transmediale Filmförderung bekommen und nur deswegen ist das überhaupt möglich gewesen. Es ist interessant, also, dass du sagst, dass du, natürlich ist am Anfang der Inhalt irgendwie da, jetzt kann man sich aber vorstellen, selbst Romeo und Julia wären ja jetzt über Tinder und Instagram und Snapchat soll man ja nicht benutzen, habe ich heute gelernt, sind ja, bedürfen ja, wenn man es in dieselbe Größe ziehen möchte, und wir möchten ja gerne im Theater Größe, die Dinge in die Größe ziehen, bedürfte ja eigentlich derselben technologischen Betreuung wie eine Sache, die natürlich elementar mit dem Netz zu tun hat, aber wie du auch schon gesagt hast, Gerfried, welcher Ort hat das nicht mehr? Also beide Impulse haben sich, glaube ich, sehr gut in kleinen Beispielen darüber geäußert, dass es also selbst das Treppensteigen ist eine Sache, die vielleicht elementar über das Netz mit mir zu tun hat. Also müsste man ja jetzt eigentlich einen WDR für alle Theaterstücke haben. Ja, es ist klar, wobei ich sagen muss, dass natürlich das gute alte Theaterstück, wo man drin sitzt und so, natürlich ja erstmal auch genügend attraktiv ist. Also ich möchte jetzt nicht sagen, jedes Theaterstück muss jetzt unbedingt in diese Höhen hochgeschraubt werden. Ich würde es schon
am Inhalt festmachen. Obwohl, klar, könnte ich mir vorstellen, Romeo und Julia und dann jetzt nochmal anders denken und so, definitiv interessant, aber ich meine nicht, trotzdem glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man ganz konkret weiß, warum man jetzt bestimmte Funktionen, also Form follows Function, um es jetzt ganz plump zu sagen, also müsste man genau wissen, warum. Also und das, ja, aber dafür müsste es natürlich Geld geben und mehr Interesse und so. Klar, das befürworte ich auf jeden Fall. Aber, ja. Geld ist ein Stichpunkt natürlich, ein Stichwort. Ein anderes ist Infrastruktur und da bist du ja auch gerade dran. Da wollte ich einmal bei Gerfried Stocker nachfragen. Wir waren ja neulich mal in Linz und da ist mir was in Erinnerung geblieben, das du gesagt hast, nämlich als ihr begonnen habt, war die Vorstellung der Politik oder der politisch Verantwortlichen in Linz, also nicht so progressiv wie gerade gehört, ja, sondern zu sagen, okay, ihr wollt da so ein Center bauen, da braucht es wahrscheinlich einen Hausmeister, also einen, der aufschließt und abschließt abends, so einen Leiter und eine Sekretärin und dann läuft das Ganze. Jetzt seid ihr bei 190 Leuten eine Vermittlungsmaschine, sage ich mal, der Sonderklasse. Aber was für einen Weg musstest du da gehen, um sozusagen von 3 zu 190 zu kommen? In unserem Fall hat es sozusagen dadurch funktioniert, dass es uns gelungen ist, den verantwortlichen Politikern und auch Geldgebern aus der Privatwirtschaft klarzumachen, dass die eigentliche Aufgabe nicht die ist, digitale Kunst zu produzieren. Die Malerei, die Musik oder was auch immer jetzt in die digitale Welt zu bringen, sondern dass es darüber hinaus einen Mehrwert gibt für die Gesellschaft und zwar jetzt nicht nur Mehrwert als so ein nice to have, sondern eigentlich als eine ganz essentielle Rahmenbedingung überhaupt für erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft in die Zukunft, nämlich zu lernen, in diesen Welten mit diesen Dingen als aktiver Akteur und Akteurin. Also dieses vom Konsumenten der Technologie hin zu einem Contributor, zu einem Creator rund um diese Technologien zu werden. Das sind wieder alles Buzzwords, aber dahinter steckt ja nicht nur diese schöne Idee, dass wir alle durch die Kreativität jetzt die europäische ökonomische Zukunft absichern, weil wir sind alle so kreativ und die Chinesen, die kopieren ja nur. Also das ist ein Quatsch. Aber kreativ zu sein heißt ja, aktiv auch Verantwortung zu beziehen. Das heißt, ich stelle mich nicht auf die Seite und warte, bis das irgendwie an mir vorüberzieht, sondern ich stelle mich diesem Strom und versuche dort meinen Weg, meine Ideen zu machen. Das ist das, was künstlerischer Ausdruck immer auch ist. Und ich glaube, das ist auch sozusagen der Grund, wieso jetzt, wenn wir aus meiner Sicht wieder zum Theater kommen, wieso wir da so viel Nachholbedarf haben oder so viel eigentlich tun müssten. Es ist ja sehr gut beschrieben worden, das kennen wir alle, wie sehr wir sozusagen diesen ersten Teil dieser digitalen Revolution verschlafen haben. Und all diese Probleme, die wir jetzt haben mit Überwachung und dem völligen Verlust der Kontrolle über unsere Daten und so weiter, das ist ganz einfach die Auswirkung dessen, dass wir das alles in uns hineingestopft haben, wie die kleinen Kinder, die vor lauter Freude an Schokolade, Eis und Sahne nicht aufhören können zum Essen. Ne? Und dann gibt es halt die entsprechenden Geräusche und Gerüche, die und das ist im Grunde genommen das, was wir jetzt erleben. Und wenn wir jetzt uns wieder zurückbesinnen auf eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst, und gerade das Theater nimmt das ja immer für sich mit Recht in Anspruch, dieser kritische Mahner zu sein, herzugehen und zu sagen, okay, wir müssen auch die Gegenmodelle, nicht affirmativ zu sein, sondern die Gegenmodelle zeigen, das Problem aufzeigen, dann muss man sich im nächsten Moment überlegen, was ist denn in der jetzigen Situation die adäquate Form, das zu tun? Reicht es weiterhin aus, obwohl das sehr wichtig ist, und ich würde es in keinster Weise runterspielen, sich hinzustellen und sagen, Achtung, Feuer, hier brennt es, wir müssen löschen, oder müssen wir nicht diese Kompetenzen, diese Energie, diese kreative Energie, die sich in all diesen Projekten ausdrückt, ne? Auch das Potenzial dieser Projekte und dieser Formate, Menschen aus unterschiedlichsten Richtungen zusammenzubringen. Müssen wir nicht diese Energie, diese Potenziale einsetzen, um zu versuchen, diesmal nicht hinterherzurennen, sondern wenigstens sozusagen zeitgleich mit der industriellen, ökonomischen Nutzung dieser technischen Möglichkeiten zu laufen? Oder vielleicht sogar den einen oder anderen Schritt, das haben wir dann natürlich auch wieder bei gesellschaftspolitischer Verantwortung, den einen oder anderen Schritt vorwegzunehmen, um dadurch dafür zu sorgen, dass man
am nächsten Morgen dann sozusagen nicht wieder aufwachen mit Bauchkrämpfen und diesen Dingen. Danke, Gerfried. Und du sprichst den Punkt an Forschung, also die ja auch bei euch stattfindet, neben Vermittlung und, sage ich mal, Präsentation. Ja. Da würde ich gern Björn fragen, in dem Forschungsbereich, was kann denn Theater, der unter anderem der Virtual Reality geben? Was ist denn das? Ja, ich meine, das war ja sozusagen mal unsere Gründungsidee. Ja. Wir, Marcel und ich, haben uns kennengelernt eigentlich bei einer Veranstaltung. Da haben sich eine Menge Filmemacher getroffen, die darüber geredet haben, dass VR ja jetzt das nächste heiße Ding ist, dass man aber im Grunde genommen nicht so richtig weiß, wie man da eigentlich mit umgehen soll. Weil man ja jetzt gar nicht mehr weiß, wo man die Filmcrew lässt, wenn man jetzt eine 360-Grad-Kamera einsetzt und außerdem noch andere Dinge, schlimme Dinge passieren, nämlich man inszeniert jetzt, keine Ahnung, das zusammenbrechende Hochhaus und kein Mensch guckt hin, weil er jetzt gerade halt in dieser virtuellen Umgebung die Gänseblume vor sich entdeckt hat und die einfach spannender findet. Und Marcel und ich haben zufälligerweise einfach nebeneinander gesessen und haben immer an denselben Stellen den Kopf geschüttelt oder ja gesagt und haben einfach nachher gesagt, ja siehst du, VR ist ein immersives Medium und wenn man da jetzt irgendwie sozusagen Templates braucht, damit man da irgendwie weiterkommt, dann sollte man sich doch vielleicht an andere immersive Medien wenden und da wäre doch irgendwie Theater wahrscheinlich interessant. Ja? Theater kann schon seit ein paar hundert Jahren, tausend Jahren eigentlich genau das. Ja? Also immer egal, sozusagen, es gibt eine große Bühne, aber irgendwie guckt man dann doch immer zu dem richtigen Mann hin oder zur richtigen Frau, je nachdem. Also gerade was los ist, also Fokussierung. So, das war mal der Start und ich glaube, in der Tat kann Theater VR wahnsinnig viel geben. Ja? Ich glaube sozusagen, VR hat eigentlich Theater mehr nötig als umgekehrt. Auch mal so. Aber umgekehrt, das ist natürlich auch eine Grundthese bei uns, ist, dass VR auch dem Theater eine Menge geben kann. So. Ich habe jetzt, was da genau passiert, weiß ich nicht. Ne? Also wir sind nämlich auch neugierige Menschen und experimentieren halt und gehen irgendwie an der Stelle Risiken ein und wir wissen es halt auch nicht, wohin die Reise geht. Ja? Ich finde es sowieso mal ganz schwierig zu sagen, so und so ist es oder so und so ist es nicht. Ich habe allerdings eine Anmerkung zu dem, was du gesagt hast, und zwar, ja, das kostet dann alles wahnsinnig viel Geld und zumindest jetzt dieses Projekt, genau. Und da gehen bei mir so ein bisschen die Alarmlampen an, weil ich halt denke, dass halt auch total wichtig ist, dass wir nicht diese Hürden zu hoch bauen, also nicht sozusagen thematisch zu hoch bauen, im Sinne von, oh, das ist alles wahnsinnig kompliziert und das läuft alles in China oder in Silicon Valley oder in New York oder was auch immer ab und kein Mensch weiß das noch, wie das geht. Oder aber auch, und wenn man das dann macht, dann ist das alles wahnsinnig teuer. So, und meine grundsätzliche Erfahrung, die ich hier mal teilen möchte, ist ja, wir sind ja gar nicht schlecht hier. Ja, also hier konkret in Berlin, wir haben eine, also ich habe das früher ehrlich gesagt immer nicht, ich habe das immer für eine These von Herrn Wowereit gehalten, aber inzwischen ist mir das schon, glaube ich das auch, wir haben eine wahnsinnig internationale, vibrierende Tech-Szene hier in Berlin. Wo es viele junge Menschen aus aller Welt gibt, die hierher kommen, um hier Sachen zu entwickeln. Und in Deutschland insgesamt. Und in Europa insgesamt. So. Und insofern, da gibt es schon was. Ja? Die Leute, die Artificial Intelligence entwickeln, die sitzen nicht alle in Silicon Valley bei Google. Die sitzen hier morgens in der S-Bahn. Ja, da kommt man auch dran. Und die haben, ich habe viele Leute kennengelernt, die eine große Neugierde haben, auch andere Sachen zu machen. Und die auch pro bono, glaube ich, Sachen machen würden. Einfach, weil sie Spaß hätten, mal Kunst zu machen oder Theater zu machen. Ja, letzten Endes ist das bei uns mal so angefangen. Das heißt jetzt nicht, dass man die alle ausbeuten muss, aber ich glaube, da gibt es bei denen eine große Neugierde. So. Und insofern, dann muss das auch nicht so wahnsinnig viel kosten, ja, wenn man mal anfängt und auch mal Sachen macht. Das war noch so ein Hinweis. Ja, stimmt, also ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass alles, was speziell im Digitalen sich abspielt, das war, glaube ich, noch das Günstigste. Also das war eher bezogen darauf, dass da ja sozusagen Fernsehen und Radio und diese ganzen, und Fernsehen ist halt irrsinnig teuer. Also das war, fairerweise muss ich das sagen, natürlich der größte Posten und deswegen tatsächlich, ja. Nur das hat, also ich glaube, dass was das Ganze halt so wahnsinnig aufregend gemacht hat, war natürlich die Kombination aus allem. Also dadurch, dass man halt dann natürlich plötzlich auch um 20.15 Uhr, was ja so Spielfilmzeit ist früher, dann auch im Fernsehen ist und so weiter. Also auch die ganze
ja, die ganze Reichweite, damit hatte das dann zu tun. Aber definitiv denke ich auch, also ich kenne auch in Berlin wahnsinnig viele Leute, die Programmierer, Hacker und so etwas sind, die für relativ wenig Geld ziemlich geiles Zeug machen können. Also das stimmt. Also die Programmierer, die wir hatten, die sitzen, glaube ich, in Leipzig. Also ja, das stimmt schon, ja. Ich würde tatsächlich ganz gerne nochmal inhaltlich ein bisschen aufgreifen, was du gemeint hast, Gerfried, mit dem, dass man auch proaktiv setzen kann. Ich fand das sehr schön, als du vom selbstfahrenden Auto erzählt hast und dass man ja als theaterschaffende Person sich ja auch so sehen könnte, als würde man das gestalten, dieses selbstfahrende Auto. Dann wäre die Frage, wird es einen Fördertopf für das DT selbstfahrende Auto geben? Ich frage das durchaus auch mit diesem Hintergedanken, weil ich kenne auch ganz viele Hacker-Leute und ich kenne auch ganz viele Leute, die AI machen und so weiter. Die wollen auch alle Produkte entwickeln und diese Produkte haben alle elementaren Einfluss darauf, wie wir sozial zusammengehen. Und dann kenne ich andere Menschen, die wollen das auch tun, die wollen das aber gerne mit einer gewissen kritischen Haltung tun, die möchten gerne soziale Situationen herstellen und so weiter. Und denen wird gesagt, geh mal zur Wirtschaftsförderung. Und das wird schwieriger, glaube ich, in den nächsten Jahren, wo denn da der Unterschied ist. Weil ist die Dating-App des How, die Foucault heißen wird, ist die in irgendeiner Form Kulturprodukt oder ist die eine App und macht Geld? Wann genau ist es denn Kulturförderung? Und wie viel Geld muss denn irgendwas einspielen, damit es überhaupt stattfindet? Wir hatten hier ein sehr schönes Panel mit drei jungen Theaterschaffenden. Das funktioniert nicht immer, dass die Leute in die Fördertöpfe so reinfallen, wenn sie versuchen, Dinge zu machen, die vielleicht noch nicht abbildbar sind auf die Art und Weise, wie das gerade ist. Und das wäre natürlich eine Überleitung, die ich schon gerne tun möchte. Wie flexibel kann man da sein? Also gerade zwischen, gibt es da so ein, ich nehme mal an, gelbes Telefon zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Kulturdezernat, wo man sagt, ey, guck mal, nee, das ist doch was für euch. Macht also, doch ihr mal. Das dauert immer ein 1, 2, 3, ja. Nein, Ramona Popp und ich haben jeweils ein Handy und können telefonieren, falls es nötig ist. Und manchmal sehen wir uns auch. Ich bin da schon mal ein bisschen zurückhaltender und vorsichtiger und sage, die Tatsache, dass ökonomische Prozesse immer weitere Lebensbereiche ergreifen, sollte mich jetzt nicht sozusagen zum Protagonisten des Verwischens ökonomischer Verwertungsprozesse einerseits und kultureller Produktion andererseits machen. Ich bin Kultursenator und ich bin nicht Kreativwirtschaftssenator und das werde ich auch nicht. Und die Mittel, die wir einsetzen, sind 2% des Landeshaushalts. Eine andere Weisheit von Klaus Wowereit stimmt auch. Berlin ist arm, aber sexy. Ich spiele jetzt auf den ersten Teil an. Wir sind nach wie vor immer noch eine Stadt, die nicht einen Haufen Geld hat. Und bei 2% Kulturetat sage ich, der Experimentierfonds oder Innovationsfonds, der ist für mich vor allem ein Ausprobierfonds. Einerseits, um mal in einzelnen Bereichen zu checken, was so geht. Und andererseits auch quasi eine Reflexion für uns selbst, um uns an eine Förderkulisse ranzutasten, die auch funktioniert, die auch passt. Wir haben in den vergangenen Jahren, also erstmal ballern wir enorm viel Geld in die großen Kultureinrichtungen. Ich erwarte natürlich ein Stück weit, dass die sich mit diesem Geld, diesen Prozessen auch öffnen. Ob Barry Kosky diese geniale Zauberflöte macht, das wäre natürlich ohne bestimmte Mittel und Medien, heutige Mittel und Medien gar nicht denkbar. Oder eben auch, jetzt geht es um 8.000 Euro, der allgemeine Blinden- und Sehschwachenverband ein Projekt gerne hätte, unterstützt hätte, 8.000 Euro, oder die Frage, haben wir die oder müssen wir die irgendwie über die komische Oper mobilisieren, damit Opern für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen tatsächlich auch genießbar sind. So, das sind so kleine Geschichten. Ansonsten fördern wir. Also Oberänder macht Immersions, die Transmediale findet statt, CTM findet statt, die freie Szene macht ganz viel. Nun gibt es immer den Wunsch, für jede neue Geschichte, die so hochkommt, für jede neue Sparte, dann einen neuen Fördertopf zu erfinden. Ich bin da extrem skeptisch und sage mir, ich möchte eigentlich die Förderkulisse, bin jetzt seit 4 Monaten im Amt, ich möchte eigentlich gerne so in 2, 3, 4 Jahren mal darüber nachdenken, ob die Förderkulisse eigentlich auf die heutigen Verhältnisse noch passt oder ob die nicht historisch in einer bestimmten Weise entstanden ist und dieses Abgrenzen und wir brauchen jetzt noch einen Topf für den Tanz und wir brauchen noch einen Topf hierfür und einen Topf dafür. Klar, es gibt unterschiedliche, also Kunst lässt sich nicht in Korsetts pressen, passt nicht in Schubladen, das macht es auch. Auf der anderen Seite sind die Kunstformen auch so unterschiedlich, dass man unterschiedliche Förderinstrumente braucht. Aber ein Stipendium gebe ich erstmal völlig wertfrei aus. Da können Bilder mitgemalt werden, da können Leute auf der Bühne rumspringen, da können irgendwie Leute Bücher vollschreiben, da können aber auch Leute mit digitalen Instrumenten und mit digitalen Frames und Devices probieren. So, und ich glaube, dass es geht ein bisschen sozusagen auch um eine gedankliche Veränderung in den Köpfen ganz vieler Leute. Da können solche Töpfe anstoßen.
Da können so eine Töpfe Impulse setzen. Da kann man sowas machen wie Vervielfältigung von Erfahrungen. Da kann man sowas, wie ihr es jetzt hier macht oder wie wir es jetzt hier machen, sich mal zusammensetzen und sich mal gegenseitig zuzuhören, was eigentlich an unterschiedlichen Dingen schon existiert. Und dann gibt es natürlich, klar, wenn das nützt, schadet mir, finde ich nicht schwierig, dann gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, tatsächlich auch der Kreativwirtschaftsförderung oder der Wissenschaftsförderung. Es sind jetzt 50 neue Professuren für Digitalisierung hier in Berlin geschaffen worden. Ja, da hoffe ich dann, dass im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung vielleicht nicht nur alle dafür abfallen, jetzt sozusagen die Verwertungsbedingungen durch Digitalisierung zu verbessern, sondern vielleicht auch Kritik und künstlerisches Schaffen und dergleichen zu fördern. In dem Sinne, wie Marx gesagt hat, also so technischer, wissenschaftlich-technischer Fortschritt ist auch so eine Art General Intellect. Und der ist immer janusköpfig. Ne? Er kann einerseits dienen sozusagen der Kolonisierung von Lebenswelten, dem Vorstrukturieren von Alltag, dem Steuern. Es ist ja nicht nur die Überwachung, es geht ja noch viel weiter. Ne? Also uns wird ja auf eine ganz subtile Art und Weise Verhalten beigebracht, inzwischen durch Maschinen, Algorithmen, Filterblasen, bis zu dem hin, was wir so wahrnehmen und was wir eben auch nicht so wahrnehmen. Oder das Auto, mit dem wir dann nicht mehr interagieren können, was dann hoffentlich anhält, wenn ich über die Straße gehe. Also diese ganzen Auseinandersetzungen tatsächlich auch zu ermöglichen. Und ich sehe meine Rolle da in der Tat eher darin, zu sagen, man kann auch Neugier erzeugen, man kann auch Neugier fördern, man kann Kollaborationen fördern. Und dann gucken wir mal, wo wir damit landen. Also Kunst kann sich dem nicht abschotten. Künstlerinnen und Künstler definieren den Gegenstand ihrer Tätigkeit selbst. Was wir machen können, ist dafür zu sorgen, dass sie die Arbeitsbedingungen finden, das dann tun zu können. Das ist das Bohren dicker Bretter, das wird nicht von heute auf morgen funktionieren, aber ein paar Dinge, ein paar Schritte sind schon gegangen und ein paar andere werden wir sicherlich in den nächsten Jahren auch noch gehen. Ich finde zwei Dinge da ganz wichtig, dass man darauf eingeht. Zum einen möchte ich das unterstützen, die Schwerpunktsetzung sozusagen der Kulturförderung auch weiterhin für die Kunst und Kultur. Bei all dieser wunderbaren Rhetorik, die wir haben, dass Kreativität dass der Rohstoff der Zukunft ist und so weiter, das stimmt ja alles. Nur wir dürfen nie vergessen, Kreativität ist ein Rohstoff, den wir nicht abbauen können, sondern den wir nur aufbauen können und den wir ständig aufbauen müssen. Und all diese sozusagen Hoffnungen, mit denen ich da ein bisschen spekuliere, wenn ich solche Äußerungen mache wie heute, dass die Kunst so einen Beitrag leisten kann. Das funktioniert ja nur, wenn das Ökosystem als Gesamtes funktioniert. Das heißt, die Kunst muss das bleiben können und sein können, was sie immer schon sein musste, nämlich sich selbst treu, eine sozusagen in keinster Weise in den Dienst der wirtschaftlichen oder der Forschungsarbeit gestellt. In dem Moment, wo ich Künstlern den Auftrag gebe und sage, jetzt, weil wir nehmen die und die Förderung her und jetzt bitte macht ihr das aber nicht mehr als Kunstprojekt, sondern weil wir daraus dann die tollen Dienstleistungen für morgen, in dem Moment zerstören wir das Potenzial. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und darum auch wenn es sozusagen oft sagen fast als konservative Haltung dann missverstanden wird. Aber dieses Festhalten daran, die Kunst als Kunst zu fördern, die ist gerade jetzt eines der wichtigsten Dinge. Der andere Punkt, da weiß ich nicht, ob Sie das jetzt sozusagen nur in der Formulierung so salopp ein bisschen fallen haben lassen. Sie meinten, okay, da haben wir jetzt 50 Professuren und dann hoffe ich schon, dass ein paar... Hoffen hilft da gar nichts. Das ist der Unterschied zwischen dem Verwalter. Ihr Beamter im Amt, der kann sagen, okay, ich verteile das Geld und ich hoffe, das funktioniert. Sie als Politiker, von Ihnen erwarte ich, dass Sie in Ihrer politischen Arbeit, die eben nicht nur in Fördergebung besteht, sondern ja eigentlich auch im Entwickeln und im Setzen von Zielparametern, dass man daran schon auch unterstützend arbeitet. Mhm. Interdisziplinarität kennen wir in der Kunst alle als ein wunderbares, kräftiges Werkzeug. Auch in der Politik, in der Wirtschaftspolitik hier auch stärker diese Rolle der Kreativität auch einzufordern und zu fördern. Also das ist ein Missverständnis, kann ich aber ganz leicht aufklären. Wir beobachten in den Universitäten eine Tendenz dahingehend, bestimmte, ich nenne das jetzt mal so Basisforschung, Basiswissen, Erweiterung zugunsten der Förderung ökonomischer Zurichtung zurückzudrängen.
also Lehrstühle werden abgeschafft, die sich mit Philosophie, Geisteswissenschaften und dergleichen. Stattdessen kriegst du Kohle aus allen Töpfen von der EU über den Bund bis, wenn du oder Drittmittel, ne, durch private Drittmittel, wenn du Professuren einrichtest, wenn du Forschungsbereiche einrichtest, in denen es darum geht, die ökonomische Verwertbarkeit bestimmter Infrastrukturen voranzutreiben. Und wenn hier 50 Lehrstühle geschaffen werden, dann werden die nicht zuletzt deswegen geschaffen, weil das ökonomische Paradigma gegenüber der Verteidigung kultureller Freiräume immer durchsetzungsmächtiger ist. Das kann man ändern, aber das kann ich nicht durch Anordnung ändern, sondern man muss es ändern durch gesellschaftliche Bewusstseinsveränderung. Es ist eine weit größere Aufgabe, als einfach nur Schnips zu machen. Und darüber hinaus gibt es bei uns ja nun universitäre Selbstverwaltung. Also wenn ich nicht im außeruniversitären Bereich jetzt fördere, dann entscheiden natürlich die Universitäten letztlich in eigener Verantwortung, auch nicht völlig frei von diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wo sie diese Schwerpunkte setzen, wo sie die Professuren einrichten. Bei euch an der Hochschule für Schauspielkunst werden sie vermutlich nicht die ökonomischen Belange von Digitalisierung fördern, wenn so eine Professur eingerichtet wird. Aber an den großen anderen Universitäten weiß ich es eben nicht. Und da sage ich nur, ich kann als Kultursenator werben, Druck machen, Bewusstsein erhöhen, das mache ich auch alles. Aber ich kann nicht anordnen, welche Professur einzurichten ist. Und da sage ich, diese gesellschaftliche Debatte muss man führen und da glaube ich, sind wir auf derselben Seite. Also nach allem, was Sie vorher gesagt haben, nähern wir uns sozusagen diesem Phänomen mit derselben Grundintention. Es geht nicht ums Anordnen, aber dass wir so weit gekommen sind, ist ein Versäumnis auch der Politik, dass wir dieses absolute Rational des ökonomischen Drucks haben, bis in die Forschung hinein, das ist ein Versäumnis und dem müssen wir entgegenwirken. Ich würde nur ganz gerne noch mal kurz einhaken, weil wir haben uns am heutigen Tage sehr viel über künstlerische Forschung unterhalten. Und künstlerische Forschung ist ja auch eine Sache und wir haben jetzt hier über Universitäten geredet und wir haben über Stadttheater geredet und du hast zum Beispiel ein Riesenbollwerk mit einem Stadttheater gemacht und ich frage mich, wie viel Wissen ist da eigentlich im Theater noch übrig geblieben? Und ich frage mich, wo seht ihr denn diese künstlerische Forschung, die ja nun nicht in akademischem Publizieren stattfinden wird, die ja nun nicht unbedingt im Schreiben von Büchern stattfinden wird? Ich würde sagen, dass viele Menschen, die als Theaterschaffende ausgebildet werden, auch nicht nur an unserer Schule, ich glaube an allen Schulen, geht es den Menschen, die ausbilden, sehr stark darum, Menschen kritisch auszubilden, die sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen, die eben auch jetzt, wenn man das große Glück hat, auch mit digitalen Medien zu tun zu haben, auch da kritisch zu arbeiten. Aber die Frage ist, diese Menschen gehen generell als forschende Menschen in die Welt. Wo findet diese Forschung den Raum, dass sie auch mal gegen die Wand fahren kann? Wo findet diese Forschung den Raum, gerade in Bereichen, du hast von einer Revolution geredet, in Bereichen, wo wir noch nicht wissen, wie das funktioniert. Aber wenn wir nicht anfangen, dann macht es halt Google und Facebook. Und ich fand das interessant, weil du hast gesagt, die Stadttheater nimmst du da auch so ein bisschen ans Schlawittchen. Siehst du das so, dass das in den Theatern selber auch stattfinden will? Und dann gerne hast du das Gefühl, weil du hast ja da am Puls gearbeitet, dass das stattfindet. Leider nicht so sehr. Also es gibt eigentlich, ich habe halt im Grunde genommen, ich weiß noch, dass, also ich möchte mich nicht zu sehr beschweren, ich mag das nicht, wenn Leute immer so rummotzen, aber um es mal so zu sagen, da gibt es eine ganz große, vielleicht auch eine Generationenfrage, dass die meisten älteren Männer, die da am Start sind, in den Stadttheatern einfach nicht viel Ahnung davon haben. Also gar keine Vorstellung, wirklich gar nicht. Also bei mir hat es auch 6 Jahre gedauert, weil ich wirklich viel in dieser Welt verbracht habe, von Hackern, Aktivisten natürlich auch, aber es hat sich ja in diesem Bereich sehr überschnitten irgendwann auch und habe das so nach und nach gelernt, einigermaßen vieles. Und es gibt da, glaube ich, wenig Bewusstsein darüber und auch wenig Vertrauen. Also ich habe irgendwann, ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch irgendwann auf die Karte gesetzt, dass ich gesagt habe, ich muss Snowden treffen, also nicht nur über ihn arbeiten, weil die Informationen, die er mir gegeben hat, hätte ich auch von anderen Hackern haben können oder Leuten, naja, bestimmte nicht, aber so. Aber ich wusste, dass wenn ich den treffe, dann kommt man nicht mehr dran vorbei, mir bestimmte Möglichkeiten zu eröffnen. Also ich muss gestehen, dass das auch eine Strategie war, wo ich dachte so, es hat nie keine Sau eh gedacht, dass ich den treffen kann. Und ich dachte, das ist so eine Voraussetzung, die muss ich erstmal hinknallen, dann kommt man nicht dran vorbei. Dann konnte halt, weil ich weiß noch, als ich eben dieses erste Assange-Stück gemacht habe auf Kampnagel, das ging ja dann eben mit mir auch nach Köln, da habe ich eine Reloaded-Version gemacht und dann hat er
Intendant noch Wochen vorher zu mir gesagt, ja, aber wird das so, wenn wir es dann machen, in 3 Monaten noch aktuell sein, das Thema? Und ich habe dann nur so den so mit großen Augen angeguckt und dachte so, wow! So, und das ist halt so ein bisschen die Sache, ja? Also für ihn war das halt so kurz so die Sau, die durchs Dorf gejagt wird und nächste Woche ist es, weiß ich nicht, Jenny Elvers auf dem roten Sofa oder weiß ich nicht. Also deshalb, ja, das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, dass die Leute nicht drauf vertrauen. Und so langsam wird es halt besser. Es gibt ja jetzt auch, zum Glück haben wir auch heute gesehen, immer mehr solche Projekte oder so. Aber an den ganz klassischen Häusern, also mich hat auch keiner außer dem WDR und den Produzenten, die wollen jetzt, dass ich weitermache, aber kein einziges Theater zum Beispiel hat gesagt, mach mal, also ich habe andere Angebote, so mach doch mal wieder Antigone, Mensch. Also, ja, also das ist tatsächlich wenig da auf dieser Ebene, ja. Also sogar mehr wahrscheinlich in den Off-Theatern, wo ich ja früher gearbeitet habe, wo man ja selber eh mehr bestimmt, was man tut. Aber also ich würde mir total wünschen, dass es da mehr gäbe. So. Weil übrigens das Publikum total dankbar ist dafür. Also das muss man sagen. Herr Leder, Sie sind am Wort. Ich möchte nur noch einen Aspekt hinzufügen und Sie bitten, auch dazu Stellung zu nehmen. Also wenn wir jetzt über die Theater sprechen, über die großen und kleinen, die sich auch dieser Arbeit verstärkt widmen könnten, sollten. Ja. Hätte ich noch eine Frage. Sie erwähnten CTM, Sie erwähnten Transmediale, Sie erwähnten Immersion als Programm. Das aber eint nicht all diese Programme und diese Theater eins, dass sie alle auf ein Produkt setzen müssen. Die Kuratoren suchen Fertiges. Ich sehe das bei Immersion, da geht es darum, das ist ein fertiges Produkt, das setze ich auf einen Spielplan, das kaufe ich ein, das suche ich aus, das kann auch ein kreativer Prozess sein, das stelle ich gar nicht in Frage. Aber wo findet denn die Forschung statt, die überhaupt dazu führt, dass es etwas gibt, was ich einladen kann? Das heißt, wenn ich nur Leute habe, die überall rumlaufen und sagen, dieses ist schön, das ist gut, das ist prima und ich bezahle sozusagen, ich ermögliche das auf meiner Plattform, dann fehlt ja der Moment, den Sie jetzt auch beim Theater, also den wir jetzt beim Theater angesprochen haben, erstmal den Raum zu schaffen, dass das erforscht werden kann. Was könnte Kulturpolitik leisten, um das sozusagen mit stumpfem oder scharfem Schwert einzufordern? Na, man kann über Förderstrukturen oder man muss über Förderstrukturen reden, das tun wir ja auch. Also die Frage, wenn ich ein Stipendium ausreiche, dann ermögliche ich demjenigen oder derjenigen, der ich das Stipendium gebe, auch das Scheitern, weil es gibt keine Abrechnungsnotwendigkeit, es muss kein Produkt erzeugt werden. Wenn ich Projekträume fördere, in denen ich Räume eröffne, dann gebe ich die Möglichkeit, diese Dinge zu tun. Mir wurde jüngst in einer Tageszeitung so eine Art Kulturplanwirtschaft unterstellt, weil ich gesagt habe, man muss Infrastrukturen, kulturelle Infrastrukturen fördern, was auch anfängt bei Musikschulen, bei und so weiter, Jugendkunstschulen, im darstellenden Spiel in den Schulen. Ich meine, die Infrastruktur, die man braucht, um sich auszuprobieren, wird ja zum Glück auch immer billiger. Ist ja auch so ein Aspekt. Ne? Du musst ja keine Unmengen mehr Geld in die Hand nehmen, um dir das Equipment zu besorgen, um dich an solchen Dingen ausprobieren zu können. So, insofern, also wir müssen natürlich versuchen, in der Förderung auch auf Prozesse zu setzen und nicht nur auf Ergebnisse zu setzen. Mit den Möglichkeiten, die wir haben. So, dass es darüber hinaus dann natürlich auch noch Schauspielschulen gibt oder Hochschulen für die Künste gibt und dass es auch im Übrigen in Theatern nicht immer nur, zum Glück, das Setzen auf das Ergebnis ist, sondern auch das Probieren an Theatern zusehends passiert, gehört halt auch dazu. Was ich schwerlich kann, ist natürlich Methoden vorzugeben in Theatern. Und ich gebe dir da total recht, natürlich sind die großen Theaterinstitutionen in der Regel noch ziemlich, also da gibt's Nachholbedarf. Was trotz alledem funktioniert, ist, dass du versuchen kannst, deutlich zu machen, hört mal zu, ihr habt da ein Problem und ihr habt entweder ihr habt die Möglichkeit, euch dieses Problems anzunehmen oder ihr verschließt die Augen davor, in dem vorhin hier so viel zitierten Sinne und hofft, dass der Kelch an euch vorübergeht. Wir haben jetzt, ich will mal ein anderes vergleichbares Beispiel nehmen, was das erste war in den viereinhalb Monaten, die ich jetzt im Amt bin. Eine der ersten Dinge, die wir gemacht haben, ist eine Projektstelle Diversity Arts Culture einzurichten. Das Ziel ist, dort Kompetenzen zu sammeln, um den Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, wenn sie sich diversifizieren wollen in Bezug auf Programm, auf Personal, auf das Publikum, ihnen Tipps und Hinweise zu geben, wie das passieren kann. Weil große Institutionen zu verändern, ist wie ein Tanker umzusteuern. Das kriegst du nicht von heute auf morgen hin, du kriegst es auch nicht mit per Order de Mufti hin, sondern du musst in den Köpfen das Bewusstsein dafür wecken, dass das, was am Ende bei rüberkommt, tausendmal besser, tausendmal schöner, tausendmal künstlerisch
spannender ist, als wenn man den alten Stiefel weiterfährt. Und so wie wir das in dem Bereich machen, so glaube ich, müssen wir das auch in dem anderen Bereich machen. Wenn das dann alles zusammenkommt und dann noch zum Glück ja auch ganz viel künstlerisches Engagement in Bereichen, wo der Staat gar nicht hinguckt, wo der Staat auch nicht fördert, sondern weil es Leute einfach machen, weil sie es einfach anpacken, dann glaube ich, dann kann sich da auch ein bisschen was bewegen. Und trotzdem, wir gucken auch immer nur auf die großen Leuchttürme, wenn man sich in der Stadt wirklich genau umguckt, da teile ich genau, was du gesagt hast, da findet schon viel, viel mehr statt, als wir sehen. Und auch CTM und Transmediale sind ja unterm Strich Ausdruck dessen. Klar, auf dem Festival selber wird nicht viel produziert, aber man sieht eben auch die Ergebnisse von Arbeitsprozessen, die sich real abspielen, und da werden Sparten längst Spartengrenzen längst überwunden. Ne? So. Also ich glaube, es mag vielleicht das Bohren dicker Bretter sein, aber Initialzündungen kann Kulturpolitik immer wieder geben. Ja. Ja, die Frage wäre für mich, wie so eine Initialzündung dann in diesem Fall konkret aussehen könnte. Also ich meine, Initialzündungen, okay, alles klar, auf allen 8 Zylindern. ja, weil, also ich meine, ich glaube zum Beispiel, also es ist halt auch schön, ne? Man kann sich das so ein bisschen anstecken. Man kann sagen, hey, da gibt es jetzt irgendwie so und so viele Leute, die machen da ganz viel Zeug. Und da kommt dann auch was, und dann kommt man dann zu so einem Festival und zeigt was. Und wahrscheinlich wird es das auch immer irgendwie geben. Genauso wie halt im Theater. Dann kommen halt junge Leute nach und machen eine neue freie Gruppe. Und das machen sie dann 10 Jahre oder 15 Jahre. Und dann haben sie auf einmal Familie und was auch immer. Und dann funktionieren dann Sachen irgendwie nicht mehr so finanziert, wie man es dann irgendwie mal ursprünglich gedacht hat, wie das funktioniert, weil man Rente irgendwann mal haben möchte und so weiter und so fort. Und insofern, also ich finde, es reicht halt. Also ich glaube, sie haben eigentlich mehr Möglichkeiten, als sie jetzt gerade so verkünden. Ich finde, ich finde richtig, dass darüber gesprochen wird, dass man solche Dinge auch bei Institutionen irgendwie ansiedelt. Ja, es gibt für mich zum Beispiel jetzt für meinen konkreten Bereich gibt es ein super positives Beispiel. Leider nicht in Deutschland, das ist das National Theatre in London. Die haben vor ein paar Monaten ein VR-Lab einfach aus der Taufe gehoben. Und das ist großartig, weil die da tatsächlich mit ihren Leuten, mit ihren Schauspielern, mit ihren Dramaturgen und Regisseuren, mit Leuten, die in dem Bereich was wollen, zusammenbauen. So. Und die haben ein bisschen Zeit, die haben ein bisschen Infrastruktur, und dann kommen natürlich dann auch Sachen, und dann hat das auch eine Nachhaltigkeit. Ja, haben sie gerade eine Sache zur Premiere gebracht, und ruckzuck sind sie dann damit in New York City beim Tribeca Film Festival als eine von 30 VR-Installationen, ja, und werden hochgelobt. 4 Monate Arbeit. Ja, wir haben so viele Leute, die, wenn sie mal 4 Monate am Stück an einer Stelle wirklich auch arbeiten könnten, natürlich genauso viele gute Sachen machen könnten. Und das finde ich irgendwie super tragisch. Und ich finde das Beispiel Komische Oper ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil die halt diese Sachen anwenden. Aber wenn sie halt sagen, hey, ich will da mehr Digitalisierung sehen, ja, dann ist das natürlich, also ich möchte jetzt nicht, dass sie was anweisen, das ist ja auch klar, das wäre ich super gegen, bin sehr liberal. Aber ich finde schon, natürlich setzen die Schwerpunkte. Wenn sie sagen, hey, mich interessiert so das Thema Theaterpädagogik, dann gucken alle Theater hier in Berlin und holen alles aus der Schublade raus, was sie jemals zu dem Thema gemacht haben, damit man es dem Senator mal präsentieren kann. Und ich glaube, dass das in solchen Bereichen auch passieren könnte. Also deswegen habe ich Initialzündung gesagt, weil es war weder abschließend, noch war es ausschließend gegenüber anderen Ideen. Ich habe eingangs auch gesagt, dass ich Suchender bin. Mit dem Experimentierfonds versuchen wir ja gerade quasi, wie soll ich das sagen, ich will die Einrichtungen bestechen, sich Themen zuzuwenden, denen sie sich bisher nicht zugewandt haben. So. Zweitens, die Frage des brotlosen armen Künstlers, der irgendwann, dann ist die Zeit vorbei, auch mal Rente kriegen muss. Das ist jetzt ein Thema, da muss ich sagen, das gehört nun, weiß Gott, nicht nur in den Bereich, über den wir hier reden, sondern es gehört in den gesamten Kulturbereich. Und das ist nun ein Thema, da wo ich mal sage, ja, ich will, dass, wenn Kunst mit öffentlichen Mitteln gefördert wird, dass das dann zu Bedingungen passiert, die nicht zur Prekarisierung führen. Das kostet ein Schweinegeld. Ich habe im Nachtragshaushalt 6,7 Millionen nur für die Nachholung der Tarifanpassung in den tariflich nicht gebundenen Einrichtungen, die wir fördern, durchgesetzt. 6,7 Millionen. Das ist ein kleines Kinder- und Jugendtheater. So. Und wenn jetzt die Auseinandersetzung im Doppelhaushalt, führe ich jetzt nochmal die Auseinandersetzung um die Frage. Ich komme mit 25% Aufwuchs in der Klosterstraße an. Der Finanzsenator wird mich fragen, was ich denn Ungutes geraucht habe. So. Aber ist dann am Ende klar, ich muss dann irgendwie Schwerpunkte finden und eine Abwägung finden. Und da sage ich mir, na klar,
Initialzündungen in all den Bereichen, die ich genannt habe. Und nochmal, suchend, als Suchender, lassen Sie uns in 2 Jahren vielleicht einfach mal, ist jetzt auch ein Angebot, nochmal darüber reden, wie viel wir an der Stelle wirklich weitergekommen sind. Dann kann ich Ihnen wahrscheinlich meine Scheiternserfahrung erzählen. Man muss nämlich auch in meinem Beruf, wie hieß es vorhin so schön, die absolute Bereitschaft haben, scheitern zu können. Aber vielleicht kann ich auch mit ein paar Ereignissen um die Ecke kommen, wo wir da ein paar Schritte vorangekommen sind. Und ich bleibe nochmal dabei. Es kann nicht sein, dass die großen mit öffentlichen Geldern geförderten Kultureinrichtungen sich dem Thema nur öffnen, wenn ich dafür nochmal mit einem Nachschlag von ein paar Millionen rumkomme. Das ist nicht akzeptabel. Das stimmt. Und das ist die Forderung, die ich aufmache, und meine Steuerungsmöglichkeiten sind dann die überschaubaren der Kulturpolitik, weil ich habe auch einen Anspruch, mich sozusagen nicht ins künstlerische Schaffen derjenigen, die wir fordern, einzumischen, sondern ich kann nur versuchen, Erwartungen, ich kann auch Zielvereinbarungen machen, so wie bei Diversität, wie bei, kann ich sagen, ich möchte, dass ihr euch dem Thema zuwendet. Wie ihr das macht, auf welche Art und Weise, das ist dann eure Angelegenheit, aber ihr steht der öffentlichen Kritik genauso, oder ihr seid der öffentlichen Kritik genauso ausgesetzt, wie Kunst es in jeder Hinsicht ist und im Übrigen ja auch zu Recht ist. Also bewegt euch und macht euch einen Kopf. Wird das nur unterstützen mit der Meinungsbildung? Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was die Politik sehr wohl tun kann und auch tun muss. Es ist das Bohren dicker Bretter, aber es geht ja auch um Zeitgenossenschaft. Ne? Es geht ja darum, dass ich einfach nicht mehr den Anspruch erheben kann, zeitgenössisch als Theater oder als was auch immer zu arbeiten, wenn ich mich nicht mit diesen evidenten Phänomenen unserer Zeit auseinandersetze. Da gehört die Diversifizierung genauso dazu, wie eben dieser Bereich der Digitalisierung oder was dort drunter fällt. Und das ist auch sozusagen die Aufgabe, diese Zeitgenossenschaft wahrzunehmen. Ganz egal, ob ich jetzt gefördert bin dafür oder nicht. Ja, es ist 16:45. Das war unsere Vereinbarung, genau. Herr Lederer. Ich sag mal, ich möchte erst mal sagen, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich dieser Diskussion stellen. Ja, das finde ich sehr gut. Ja. Das sagen viele, das ist Ihr Job, da kommen Sie doch nicht und so. Wir kennen das. Ja. Sie kommen, und ich fand das grandios, dass es möglich war, schon in der Tiefe in einem Feld zu diskutieren, das einfach noch beackert und bearbeitet und angeschaut werden muss. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Angela Richter, bei Björn Lengers, bei Gerfried Stocker, bei Klaus Lederer und natürlich bei Friedrich Kirschner für die Diskussion. Merci.